Morgen, ja, gestern ging es lange mit Aufbauen und Schneiden. Jetzt oft zur Schule und da muss ich richtig aufgeräumt werden. Das sieht schlimm aus jetzt hier. Das ist alles durcheinander. Drei Schränke weg, vier Schränke weggefallen oder bewegt worden, ausgeräumt. Dementsprechend sieht es hier aus. Jetzt ist schon fast immer hell wieder draußen, wenn wir losgehen. Ist das schlimm? Nö, das heißt nur, es wird Sommer, wa? Jo, Einteilung. Der Schrank muss ja noch eingeteilt werden. Mama fand den ohne gut, den Schrank. Ja. Das wollte ich machen. Wir müssen ja die alten Schränke hier verkaufen, deswegen muss ich das Inserat jetzt gleich online setzen. Weil die ganzen Studenten, die jetzt nicht auf Arbeit sind, die haben ja vielleicht Zeit, das jetzt schon abzuholen gleich. Jetzt hole ich erstmal die Maße. 143. 143 plus. Umschlag messen. 43, 143 plus 27. Jetzt kommst du, Anouk. Anouk ist nicht das. Hat's aber Glück. Das ist ja nur ein Fuffi, das Brett. Der kann man nicht machen. So, 1,70. Richtig? Ist nicht 1,73 gesagt? Hä? 127 plus 143. So, ja. 1,70, ne? Ja, jetzt wissen wir, woher das hat. Jetzt wissen wir, woher Anouk das hat. 1,9 steht hier schon, dann machen wir noch 100. Guck mal. 170. Deswegen arbeite ich für die Familie, für den Schrank, für Schrank und Familie. Ja, dieser Schrank, der hält mich am Leben. Schrank, du Schrank, du. Oh, Schrank. Aber so ist es. Ah, hier ist kein Platz mehr. Hier ist alles voll. Luftpumpe zufällig. Die Küche steht dann im Moment nicht. Nee. Leider nicht. Ach, März ist offen wieder, aber jetzt ist der Fahrradladen ja nicht geöffnet. Ach so, ist deswegen komme ich dann, steht die drin, komme ich jetzt nicht ran. Irgendein Tipp für mich hier um die Ecke. Wie spät ist denn das? Ja doch, die vorne, Hausnummer 30, 29, okay. 30. Ja, ein Stück. Super. Ja, der müsste auf alle Fälle eine Pumpe haben. Das sei geil. Wo ist denn die Pumpe hin? So, 1,70, jetzt hätte ich mal eine Luftpumpe hier, das ist natürlich auch ärgerlich. Aber ich habe jetzt gerade eine hier, das seht ihr auch gerade ja nicht. Nicht, dass sie ihn da gemobst hat. Das ist ja manchmal so, kommen ja alle rein. Jetzt mache ich das Brett für die Mittel, das Mittelbrett. 1,70. Das ist ein improvisierter Bock hier, Sägebock gewesen. Braucht er nicht zu kommentieren, ich weiß. Mal so. Wird fixiert hier. Wird fixiert, damit es nicht weg kann. Ha! Stahl. Stahl. Ja, herrlich. Ach, viel besser. So, wird weg. Ganz wichtig ist ja auch, dass alles in Ruhe erfolgt. Das muss man sich immer sagen, wenn man alles in Ruhe macht. Mit Geduld und Spucke. Zumindest bei mir so. Hasse Stress.
So, jetzt schaue ich mal oben, wo die rankommen, die Dinger. Also, bin ich gleich wieder da. Ja, jetzt nehme ich die Maße von den Bretterhöhen. Oder wo? Ja, wo die Leisten ansetzen. Nehme ich jetzt die Maße und dann gucken wir mal. Wa? Dann übertragen wir mal die Maße. Gucken wir mal. Oh, wenn ich wirklich hier wieder passt, guck mal. Muss ich euch auch zeigen hier. Passt einmal frei hier drin. Jetzt wird hier oben das Brett gekürzt. Dann sehen wir nochmal runter und sägen das Ding jetzt. Fertig, jetzt bauen wir einen um. Ja gut, dann sind wir. Also will ich jetzt erstmal fertig. Den Rest muss ich dann machen, wenn ich so eine Leisten habe. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leisten brauche ich noch. Und Bretter. Mensch, einige Bretter. Hätte ich die mal mitgenommen von Claudia. Die hat mir noch welche angeboten, 3 Stück. Wollen wir Frühstück machen, Marlies? Okay. Jetzt habe ich Hunger, richtig. Jetzt habe ich was getan ein bisschen, jetzt muss es losgehen. Frühstück. Um 2. Ich habe gehört, da gab es eine Beschwerde, dass ich irgendeinen Kommentar nicht vorgelesen habe. Der tut mir unendlich leid. Ich mache da keine Unterschiede. Vergesst das Liken nicht. Ja, genau. Ach, David. Bin ja übrigens nicht böse, dass du von den 5 erwähnten Kommentaren genau meinen weggelassen hast. Ist mir nur gleich aufgefallen. Was hast du denn geschrieben für ihn? War der schon da? Habe ich den schon gesehen? Wo bist du denn? Hast du die Kamera weggepackt? Ich muss gerade. Wo ich gerade in die Kamera spreche, packst du die Kamera einfach weg? Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Das mache ich jetzt für den David, mache ich das. Entschuldigung. Ja, dann Entschuldigung. Hier, genau, hier. Vielleicht. Der Kommentar. Ja, also ohne ich wichtig. Du bist da nicht mal, wa? Hier, kannst du mal sehen. Morgen einen Tee. Da, aber der steht doch nie da, dass ich ihn mitnehmen kann. Meine Frau macht jeden Morgen einen Tee, aber ich krieg den nie zu sehen. Ja, seid nicht sauer, wenn ich mal einen Kommentar nicht vorlese oder so, ja? Der Philipp hat auch einen ganzen Keller voll Fahrradteile. Ja, weg damit. Ich kann das nur empfehlen, weg damit. Das Problem bei mir ist ja auch, da kommen ja neue Sachen. Da kommen ja jetzt im März, wenn das losgeht mit dem Laden, da kommen ja wieder Leute, die dann sagen, ah, hier kannst du das Fahrrad hier brauchen. Und dann sagt der Tommy wieder, aber ja, ist ja auch kein böser Mensch oder so. Dann sagt er nicht, na komm, hau mal ab mit dem Scheiß, kannst du selber zur BSA bringen. Dann sagt der Tommy natürlich, ja komm, gib her, wenn du das nicht brauchst, kannst du hier lassen. Bloß das nicht. Bloß das werde ich auch komplett einschränken. Also wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen werde ich Sachen kaufen.
Alles andere ist ja da. Ich habe immer noch weit über 200 Räder im Laden, die irgendwie verwertet werden müssten und die auch eigentlich schon schön sind. Also ich möchte lieber historisches und seltenes bei mir im Keller haben, als diese ganze Massenware. Jo, wie sieht's aus? Was haben wir denn? 9 Kommentare, na immerhin. Gestern war er ja richtig fleißig, muss ich ja sagen. 36 mal Daumen hoch, 27 Kommentare, meine Fresse. So viel hatte ich schon lange nicht mehr, oder hatte ich glaube noch nie auf eine Sache. 27 Kommentare? Viel. Hast du sowas schon mal wahrgenommen bei mir? Mhm. 4, 6, 9, 10. Also das war wirklich der Hammer. Einsame Spitze. Weiter so. Macht immer weiter. Immer. Und wenn es nur ein Buchstabe oder ein Smiley ist, schickt ein Smiley oder was als Kommentar. Ist doch völlig egal, irgendwie. Ja, das wäre doch schön, ist doch nett. Ich freue mich ja auch. Eine Rückmeldung von euch. Ja. Wie es ankommt, ob es ankommt oder nicht oder wie. Ich meine, ändern kann ich nicht viel dran an meinem Leben. Das ist halt mein Leben. Das läuft so, wie es läuft. 14. Hier hatten wir mal 14 Kommentare. Auf was war das? Alles Gute zum neuen Jahr wünscht Familie Müller. Da hatten wir mal 14 Kommentare. Ich glaube, bei Mizi hatten wir auch noch mal ein paar. 14 Weihnachtsessen bei Müllers. Opa, siehst du, wir haben ja immer was. Opa, das war zu viel. Bruder, Katze. Das war echt ein bisschen viel mit diesen ganzen Schocknachrichten. Letzter Vlog mit Mizi. Oh, da hatten wir 25 Kommentare, ja. Sag ich doch, da waren viele. Ja, 25. Der ist immer noch, als wäre die hier. Da macht man sich manchmal, denkt man so drüber nach eigentlich, ach Mensch, die Katze ist ja nicht da, dann kann man auch mal eine Wurst liegen lassen auf dem Tisch oder so. Ja, aber die ist immer noch irgendwie im Gedächtnis drin. So, ich sehe dran. Du siehst Rest. Okay, Achtung. Hallo. Oh, meine Kamera ist kaputt, ey. Ich kotze ab, ey. So, Kamera ist wieder mal im Arsch, also herzlichen Glückwunsch. Hast du das gefilmt? Nee, hab ich nicht. Diese verfickten USB-Dinger, die ist rausgebrochen jetzt wieder. Die zweite Kamera, wo die USB-Dings rausgebrochen ist. Wie lange hat die jetzt gehalten? Ja, nicht mal. Filmt sehr kurz, einen Moment, jetzt schneide ich das hier selber zu Ende. Ich gehe zu Mama. Oh, das ist ein Mist, ey, Leute, Mann, warum denn bitte immer? Ich würde mir eine andere Kamera kaufen, aber kann ich mir jetzt echt nicht leisten gerade. Das ist echt gerade eng, ich habe gerade kein Geld auf Tasche dafür. Muss ich mir noch eine Hero 4 holen. Guck mal, ob man die noch mal so günstig kriegt hier wie die hier. Oh, ist das ärgerlich. Ich ärgere mich, ey. Mann, ey. Ich hab da auch andere Sachen zu tun. Ja. Ich nochmal runter und ach naja, ja, ich mach das jetzt mal unter Süd. So, Mutti baut die Dinger ein. Genau, und schiebst den einfach noch. Letzter Akt. Ja, muss drin. Muss.
Ist so. Hinter der Ecke, nicht in der Mitte drücken. So, nur in der Ecke. Nicht in der Mitte drücken, sonst knackt das Brett. Immer nur in der Ecke. Da vorne, vorne was. Jetzt in die Kammer und werde die IKEA-Schränke einstellen. Und wie gesagt, macht es gut, wir sehen uns morgen. Ich muss mal schauen, wo ich irgendwo eine neue Kamera herkriege, weil ist die Buchse rausgebrochen. Ich fasse es nicht. Diese scheiß Buchse, USB-Buchse, die an der Seite dran ist, da ist das, das ist rausgebrochen. Zum zweiten Mal jetzt. Ja. Ja, lass sie doch schlagen. Wenn sie so lange sie schreien, sind sie alle noch da. Also macht es gut, weil wir sehen uns morgen. Ciao. Achso, falls einer von euch eine Kamera übrig hat, gerne herschicken. Ich verschleiße die offensichtlich hier, die dauert immer so 2-3 Monate, dann sind die kaputt.